Grüß euch, Windgerecht Innsbruck. Heute sind wir in Wilden herum. Unser Thema Bodenversiegelung. Wir haben ja der Zeitung entnehmen können, dass es keine Landeshauptstadt in Österreich gibt, wo der Boden die letzten 10 Jahre so versiegelt wurde wie in Innsbruck. Da haben wir uns jetzt ein paar Zuschriften gekriegt und da haben wir umgerufen und gesagt, schaut euch mal diesen neuen Schulcampus in Wilden an. Da ist nur betoniert und pflastert worden. Wir sind jetzt da herum und schauen uns das jetzt einmal an. Schaut mal um da. Pflaster, wohin das Auge reicht. Allein diese Pflasterung und diese Steine, wenn man Anfrage gemacht, haben 200.000 Euro gekostet. Und wenn man die Frau Schwalke gefragt hat, warum sie da eigentlich so ganz eigenartige Pflastersteine reintut, hat sie gesagt, damit die Autofahrer erkennen, dass es sich da um einen Schulbereich handelt. Versteht zwar kein Mensch, sie selber wahrscheinlich auch nicht, sie hat es aber gesagt. Aber so wie es jetzt da ausschaut, also da wurden ja sowieso mit dieser neuen Pflasterung 30 Parkplätze vernichtet, das kennen Menschen von ihr. Aber so schaut es auch im Innenbereich dieser Schule aus. Und da gehen wir jetzt hin und sagen euch das. So, jetzt sind wir bei einem der Eingänge praktisch seitwärts. Ihr seht es eh da, wo früher war Wiese, das heißt, ihr seht es nicht, dass ihr wisst, was es war. Wir haben sogar ein Video zugeschickt gekriegt, wo sie da die Bäume umgeschnitten haben. Alles nur Asphalt, da sollen sich jetzt unsere Kinder in der Pause wohlfühlen, wenn sie im Prinzip überhaupt nichts mehr kriegen haben, sondern nur noch auf Asphalt und Beton umdumm sich aufhalten müssen. Jetzt gehen wir auf die nächste Seite um, das ist nämlich genau gleich. So, jetzt sind wir im Bereich des sogenannten Spielplatzes. Ich meine, ich weiß, von was ich rede, ich bin da oben Schule gegangen. Früher hat es Leopoldschule geheißen, jetzt ja Fritz-Prior-Schule. Da ist der Spielplatz, alles versiegelt. Und wenn es nicht Beton ist, dann ist irgendein Tartanbelag. Aber auf alle Fälle von Wiese, von Grün und vom Baum so gut wie keine Rede mehr. Wir schauen weiter. So, jetzt sind wir im Bereich der Turnhallen beim Eingang. Da sind früher auch rechts und links des Eingangs große Wiesenflächen gewesen und zwar schöne Bäume. Wurde alles niedergemetzelt. Was hat man jetzt? Jetzt hat man einen Eingang und gepflastert und rechts und links Asphalt. Und ein paar so windige Stauden. Das ist alles, was da Tiefbaustadträtin Uschi Schwarzl offensichtlich da oben eingefallen ist. Aber wir sind noch nicht am Höhepunkt. Der Höhepunkt unserer Betonsafari wird jetzt die Terrasse sein. So, jetzt sind wir am letzten Teil, obwohl es noch viele Flächen da gab, wo wir berichten könnten. Diese wunderbare Terrasse, wo sich unsere Kinder in der Schulzeit, in den Ferien bzw. in den Pausen ausruhen sollten. Schaut euch einmal das an. Nur Pflastersteine, nur Beton, keine Beschottung, gar nichts. Also das ist das, was die Grünen in ihren Ressort, und sie haben es immerhin schon die zweite Saison, also sprich fast 12 Jahre zusammengebracht hat. Wenn ihr das weiter haben wollt in Innsbruck, dann wählt es die Grünen. Und wenn ihr etwas Besseres haben wollt, dann wählt es uns oder andere. Auf alle Fälle das, was die Grünen zusammengebracht haben, ist himmelschreiend. Sie haben die Bäume in Innsbruck gefällt, sie haben die Flächen versiegelt und 12% Zuwachs an Flächenversiegelung, da sind wir österreichweit die Spitzenreiter. Macht es gut, grün wirkt und das gewaltig. Servus Innsbruck und Servus Tirol.